So, neue Folge Home Entertainment. Und als wir letztes Karaschis vorgestellt haben, in Ochiba, und dann gesagt haben, die sind noch zu haben, dann sind bei uns oben die Datenleitung heiß gelaufen, weil da richtig Nachfrage war. Und darum haben wir gesagt, warum soll man die Gunst der Stunde nicht nutzen? Man kann ja sagen, nein, das machen wir nur so. Nein, wir verkaufen auch ganz gerne mal einen Tisch. Darum zeigen wir Ihnen heute einfach mal 6 geile Karaschigoi. Und wir geben Ihnen auch 10% da drauf. Also 10% zu dem Preis, wie sie bei uns normal im Frühjahr verkauft werden würden. Oder wenn jemand in der Anlage ist, haben wir uns jetzt überlegt. Und wir werden sie heute auch messen. Die sind jetzt nicht unter den ganz extremen Wachstumsbedingungen gehalten worden. Wir denken trotzdem, dass sie den einen oder anderen Zentimeter gemacht haben werden. Timmy ist schon dabei. Das muss man vielleicht erstmal anschauen. Der kriegt übrigens eine ganz geile Beschuppung, also der Keuner Timmy. Und hier oben das Dunkle, das geht noch weg, aber das sind die Augen, das sind so die typischen Läsionen vom Transport. Wie groß ist der jetzt? 71. Und welche Chip-ID hat er? 4803. 4803? 4803. Hier, schauen Sie, der hat, muss mal aus dem Blaulicht rausgehen, 3 cm gemacht, kostet normal 2000 Euro, jetzt 1800. Und Tim checkt die Chipnummer nochmal. Könnte auch noch in die Richtung Chocolate gehen, also die Schuppen sind nochmal deutlich dunkler geworden. Und da muss man einfach abwarten. Also, 1800 Euro für das Schmuckstück. Tim setzt ihn zurück ins Becken. Aber 3 cm ist wirklich sportlich, stattlich. Das sind die, um die es noch geht. Ein Männchen ist, glaube ich, auch dabei. Timmy und ich haben so die Schnauze voll von dem Chaos, was wir gerade hier haben aufgrund des Umbaus unten. Es kommt auch morgen oder übermorgen der nächste Block. Hier ein paar Kubik Helix gekriegt. Und hier den nächsten Rahmkarashi. Der Mann hinter der Maske ist Sascha. Die 4929. Also der hier hat auch eine sensationelle Körperform. Hat auch noch das typisch für die Größe, das Schlanke. Da sind die noch nicht zwingend fett, aber riesen Kopf und ganz tolle Körperstruktur. So, 4929. So, war 66. Hat jetzt wie viel? 68, muss auch noch mal messen. 68. Und der kostet jetzt auch 1800 Euro statt 2000. Ja. 68, 2 cm. Auch ein gutes Maß. Und hier eine, die dunklen Schuppen, was Sie hier sehen, das sind keine dunklen Schuppen, sondern das ist Kinrind. Wenn man von der anderen Seite guckt, verschwindet es plötzlich. Das ist immer die Frage, wie es gerade reflektiert. Aber da ist auch ein 100 cm plus Kandidat. Es geht noch 10 Minuten. So. Das sieht echt geil aus. Tolle Körperform, schöne Farbe,
aber was will man immer über Karachi sagen? Hat eine andere Kopfform, auch eine andere Körperform wie der davor. Und der hatte 63 Männchen, lag bei 1200 Euro, jetzt bei 1080 und hat auch 65 jetzt, oder? Ja, check nochmal. Hat auch seine 2 cm gemacht. Ja, 64, 65. Und wie gesagt, jetzt 1080 Euro, der geht auch über 80, 85. Kann auch auf 90 gehen. So. Jetzt kommt gleich Japan Koi Sis. Kleine Koi abzuholen. Wird aber alles draußen vor der Tür abgefertigt. Muss den Corona-Test machen, um Österreich verlassen zu dürfen. Muss auch wieder einmachen, wenn er reingeht. Aber als Geschäftsmann ist das erlaubt. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht neben Genesis noch zusätzlich Leute hier haben. Sie haben gerade gesehen, Sascha, immer mit Maske unterwegs. Alle mit Maske unterwegs. Auch wenn wir unten sind, nur mit Maske unterwegs. Und das ist uns auch wichtig. So, das nächste Weibchen. Und auch geiler Körper. Auch einer, der über die Jahre sehr groß werden kann. 63 war er, 2000 Euro normal, jetzt 1800. Und der hat den Sprung auf 66 geschafft, also 3 cm. Die dunkle Schuppe hier kommt auch vom Transport. Hoher Koi, breiter Koi, langer Koi. Interessant ist, jeder Karachi hat auch seine individuelle Körperform. Und nur selten gleichen sich zwei wie ein Ei. Das sind alles individuelle gelbe Rieseneier. So. Der ist so far the best vom Körper. Das ist krass. War 68 cm. Das ist die, was hat er für eine Chipnummer? 4973. Ja. Der ist richtig mega. Der kostet jetzt nur noch 2250. Nein, bei dem geben wir die 10% nicht. Natürlich geben wir die. Und 71, 3 cm gemacht von 68. Da machen sie nichts falsch. Und zwar gar nichts. Lecker Fischchen. So, war das der letzte? Wir haben noch einen. Noch einen haben wir. Ach, das ist der andere, wo dunkel wurde, gell? Bitte? Das ist der andere, wo die geile Schuppenzeichen bekommen hat. Ja. Den erkennen sie hier gar nicht. Die 4869. Der war 60. Dann schauen Sie das mal an. Also kostet jetzt auch 1800. Obwohl er laut das doppelte Wert wäre. Nein, schauen Sie mal. So hell war er, als er Makoto in Japan fotografiert hat. Und ja. Und jetzt kriegt er eine richtig mega Schuppenzeichnung. Wie groß ist er? Die Chocolates sind gerne ein bisschen kleiner als die anderen. Er war 60 und hat jetzt auch 63. Ja. Oder? Ja, locker. Ja. Also auch 3 cm gemacht. 80, 85 schafft man mit dem auch. Ganz leicht. Und er hört uns die 4869. Einfach E-Mail an info@koenigsche-koi.com und vielleicht sind Sie schon heute Besitzer eines neuen Nissei Karachi-Koi.
Bisschen lauter, mit mehr Elan. Eines Nissai Karashigois. Eines neuen Nissai Karashigois. Also, wir schauen uns jetzt mal an, was Makoto in Japan noch hat. Und ja, und so. Ja, auch Folge 130 hat wieder einen kleinen Koi. Und zwar einen der besten Kuchaku des Jahrgangs, von zumindest der Blutlinie. Und jetzt schauen Sie mal an, wie groß der geworden ist. Richie soll es mal einblenden kurz. 49 cm und Sie sehen nicht das Bild als Nissai, Sie sehen das Bild als Jumbo Tosai und Karashi Blut sei Dank ist sowas möglich. Und der Koi ist nicht fett, man hat nicht das Gefühl, als sei der jetzt druckbetankt worden, sondern der hat einfach so eine typische Karashi-Körperform, extrem langen Kopf, gute Schulter, er ist auch hoch, man sieht, also wenn man weiß, wie man schauen muss, sieht man es auch auf dem Bild. Und Smatsuba, wie immer, auf dem Weiß etwas stärker als auf dem Rot. Und ein wunderbarer metallikfarbener Glanz und eine mega geile Zeichnung. Vorderer Bereich super. Dann Rückenflosse, dieses Inazuma, dieses Blitzschlagmuster, dieses Alternierende von links, rechts, links, rechts. Und ja, also eine Sensation. Jetzt schauen wir uns den Nissai an. Wie er mit sensationellen 59 cm, wobei so sensationell sind die jetzt gar nicht. Er ist in Anführungszeichen nur 10 cm gewachsen, aber reicht dicke. Andere Geschwister von ihm sind mit 64, 65 war, glaube ich, der größte Nissai aus dem Naturteich gekommen. Also die sind nur ganz knapp hinter den Karashis und auch hier metallikfarbener Koi. Schauen wir uns erst den metallikfarbenen Glanz an. Man sieht sowohl die Kopfhaut, die Brustschlossen. Direkt am Rückgrat sieht man es immer sehr schön, wie sich da das Licht, das Blitzlicht, das anders, wie das dort anders reflektiert. Ganz geil, das Matsuba auf dem Weiß nahezu fertig, auf dem Rot noch nicht, spielt aber keine Rolle, das kommt. Und dazu schauen wir uns jetzt noch das Video an. Und dann sehen wir hier auch einen monströs geilen Koi. Starke Farbqualität, auch bei Kuchaku wichtig, von der Nasenspitze bis zum letzten Rot, das Odome. Dass es die gleiche Färbung hat. Kuchaku mit nicht ganz so gutem Rot werden manchmal nach hinten etwas heller. Und auch wie Showa haben Kuchaku in dem Alter ein bisschen mit dem Problem zu kämpfen, dass wenn das Matsuba noch nicht fertig ist, dass sie dann etwas schmutzig aussehen. Aber dass das Matsuba sich vollständig durchentwickelt. Also ich will mal so sagen, dass sich bei so einem Kuchaku das Matsuba vollständig durchentwickelt, ist deutlich wahrscheinlicher, als dass ich bei einem Showa, der jetzt noch Kakesumi hat, also dieses unter der Haut liegende Sumi, dass das noch hervorkommt. So, das war Catch of the Day. Und jetzt gehen wir zum ersten Teich, den wir Ihnen heute zeigen wollen. Und lese es ganz schnell vor. Von Klaus und Christel. Hallo Martin, hallo Tim. Wir möchten euch heute auch einmal unseren vom ersten Spatenstich bis zur letzten Schraube selbstgebauten Teich vorstellen. 2010, 100.000 Liter Schwimmteich ohne Bodenabläufe, mit Regenerationszone und Pflanzenfilter und Bachlauf gebaut. Mit einer 10.000er Pumpe wurde der gesamte Teich damals umgewälzt. Wegen der Mückenplage kamen dann 4 Tosai-Koi in den Teich und der Wahnsinn begann seinen Lauf. Im Folgenden kam immer mehr Koi durch Zukopf und ungewollte Vermehrung in den Teich. Dies war verbunden mit ewig trübem Wasser und wöchentlich schubkarrenweisen Algenernte und ständiger Verschlimmbesserung durch neue Technik. Da wir Modern Koi sehr der ersten Stunde sind, haben wir so viele schöne Teiche gesehen und von euch erfahren, was man dafür tun muss. 2019 wurde der Umbau begonnen. 70.000 Liter plus 10.000 Liter Biologie verkleinert. Alle Flachwasserzonen weg, Pflanzfilter weg, Bachlauf weg. Umgekehrt. Kehrte 3 Bodenabläufe in Skimmer in 110, Trommelfilter in Schwerkraft 4x55 Watt, dann eine Helix-Tonne, die im Upflow-Downflow-Prinzip mit 2x den 150 verbunden sind, 60.000er Rohrpumpe und der Skimmer mit einem 20.000er Messner. Was ist das? Pumpenfirma. Achso, okay. Und einer direkt im Teich liegenden 21.000er Pumpe über ein Spaltsieb in einen mit Bürsten und Schaumstoffwürfel gefüllten IBC und anschließend über einen Eiweißabschäumer zurück. Der Rücklauf
erfolgte dann über einen 7000 Liter Reihenfilter unter dem Steg mit Bürstenhelix Japanmatten. Der Teich wird seit 10 Jahren verlustfrei kalt überwintert. Zurzeit 40 Koi zwischen 50 und 75 im Teich, davon 13 Konishi und 5 Konishis warten noch in Japan. So. Dann schauen wir uns gerne euren Teich an. Und starten das erste Video, entweder vom Balkon oder mit einer Drohne gefilmt. Und das ist ein. Also, entweder euer Balkon ist beweglich oder wirklich eine Drohne. Guck mal, die haben sogar Fliesen- oder Steinarbeiten im Teich. Und das sieht ja schon mal sehr vernünftig aus. Ein gut besetzter Teich. Also, ich sag mal, ab dieser Besatzdichte wird man wahrscheinlich über die Futtermenge, abhängig vom Ausgangswasser, Carbonathärte, kann man dann auch den pH-Wert in Anführungszeichen steuern, aber man ist dann wahrscheinlich nicht mehr an einem nur hohen pH-Wert verhaftet. Die Teichform ist gut, leicht zu durchströmen. Ach, das ist jetzt der Umbau, genau. So, verschiedene Tiefenzonen, hinten die Rohrarbeiten, Holzarbeiten, Schneearbeiten, keine, die am Boden liegen. Ist mal interessant gemacht. Wow. Auch nicht so schlecht, oder? Schön angelegt. Aber hallo. Sehr hübsch. Die zwei haben auf jeden Fall Geschmack. Das kann man so sagen. Jetzt können die Fische wieder schwimmen. Man kann halt jetzt nicht viel über die Fische und so sagen aus der Entfernung, außer dass sie eigentlich alle in Bewegung sind und aufmerksam sind. Das Wasser sieht schön aus, man merkt auch, da ist richtig Wumms drin. Die Pumpe schießt, das dürfte so 63, 75 sein, der Auslass auch richtig gemacht. Bis zum Teich mit 100er Rohren im Teich dann erst verjüngt, spart Druckverlust in der Rohrleitung. Und schauen wir uns das zweite Video an. Wir werden mit Sommerimpressionen verwöhnt heute Morgen. Bei 11 Grad, als ich heute Morgen ins Auto gestiegen bin. Ich habe dann in den Himmel geguckt und habe nur gesagt, Arschloch. Er ist doch so. Du hast es gedacht, ich habe es gesagt. Ja, das stimmt. Jetzt können wir was über die Koi sagen. Sehr schön, irgendwann war auch mal, glaube ich, in dem Teich ein bisschen Chaos. Zumindest hat der Yamabuki vorne ein etwas demoliertes Maul, aber die anderen sehen eigentlich gut aus. Shiro ist sehr schön, gefällt mir sehr schön. Geiles Schwarz, geiles Weiß. Auch die Shobas sind schön. Und die Koi sind super drauf, das ist das Wichtigste. Tawashi von Brad. Schöne Asagi, ist ein bisschen dunkel geworden, aber immer noch hübsch. Und was sehen wir noch? Attraktives, riesen Platinum-Ogon, außergewöhnlich groß. Aber irgendwie auf deinen Bildern, mal hast du Holz da liegen auf deiner Terrasse, mal nicht. Da werden jetzt einige ins Träumen kommen. In spätestens 4 Monaten haben sie das auch wieder. Genau. Das sind nur 16 Wochen. Vielleicht sind wir dann immer noch zu Hause. So, Video Nummer 3 noch. Da zeigst du uns dann hoffentlich deinen Filter. Ja, genau. Wir starten das Video. Ab Minute 1.00 ist das, oder? Ja. Ab Minute 1 und 2 jetzt. Dann haben wir noch ein paar Nachtimpressionen. Und jetzt sind wir wieder im mitteleuropäischen Winter.
Jetzt legen wir noch einen Blick auf den Filter. Ihr habt auch ganz schön Schnee gehabt. So ein IBC-Tank. Das war's wohl mit Filter. Da ist es ruhig. Noch nicht so aufmerksam. So geht füttern. Wunderbar. Also, vielen Dank an euch beiden. An euch beide und auch für euch 1,5 Kilo Number One Swim. Und jetzt sind wir am nächsten Tag von Nico. Und wir haben uns kurz da zwei Dateien geschickt. Wir schauen uns die zweite, da steht beim anderen für Sandra eventuell. Wir machen das, das liest du ganz kurz vor. Sehr geehrtes MK-Team, hallo Martin, hallo Timmy. Anbei erhaltet ihr Bilder und Videos von unserem 8000-Liter-Teich, welcher 2001 als klassischer Gartenteich erbaut wurde. Im vergangenen Jahr haben wir dann die zu sehende Filteranlage errichtet, welche seither prima läuft. Einmal stündlich gepumpt, viermal 300 Liter Tonnen, Bürsten, belüftete Japanmatten und bewegtes Helix. Skimmer läuft separat über den Bachlauf, aktuell ausgeschaltet. Insgesamt haben wir 11 Koi, davon 4 ältere. Der Shiro ist knapp 19 Jahre alt, die restlichen 50 bis 60 cm groß, alle aus dem Jahr 2006. Vor 3 Jahren haben wir dann noch einmal Nachwuchs bekommen. Hiervon haben wir ein paar 6 plus 1 aus 19 behalten, wovon sich 3 leider nicht so super entwickelt haben, welche diese Anfang Mai gegen 3 Konishis ersetzt werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Teich auch veröffentlichen könntet. Herzlichen Dank für eure zahlreichen Tipps und macht bitte weiter so. Liebe Grüße, Nico. Dann schauen wir uns dein erstes Video an. Das zeigt deinen Filter. 8000 Liter hat der Teich. Da hast du dir aus gängigen Filterbehältern einen Bürstenfilter gebaut. Die Konstruktion ist gegen den Bürsten aufzuhängen. Massiv! So, das sieht jetzt nicht groß aus, aber bei 8000 Liter muss ich auch nur 10.000 Liter drüber fließen lassen. Das geht dann schon. Das zeigt den Teich noch während den Bauarbeiten des Auges. Zu gucken, ob noch was rauskommt. Und jetzt schauen wir uns das zweite Video an. Das ist jetzt hochkant, das erste auch. Und da sehen wir euren Teich, auch kühl. Wie bist du auf das Deck gekommen, dass hier nur 1-2 Fußabdrücke sind und sonst nirgends? Wie geht das? Er ist über die Kante balanciert. Ich glaube, der eine Fuß war nach vorne, der andere nach hinten. Genau. So, dann haben wir euren Teich gesehen. Und das dritte Video geht 54 Sekunden. Und zeigt den Teich. Wir sind komplett im Ruhemodus, reagieren auch nicht, wenn jemand hinläuft. Und das ist jetzt genau die Situation, da braucht man jetzt auch nicht füttern, selbst wenn ein Koi herkommen sollte. Wir sind jetzt einfach in Ruhe, der Teich scheint unter 6 Grad zu sein, einfach in Ruhe lassen und alles ist fein. So, das war euer Kleinod. Und auch für dich, Nico, 1,5 Kilo, Konishi Number One Swim. Vielen Dank. Der dritte Teil heute ist von Peter. Hede. Und Peter schreibt, hallo Martin, hallo Tim und Team. Mein Inteich hat inklusive Beatfilter und 300 Liter Biologie knapp 5000 Liter. Eine Aquaforte 20.000er für den Beatfilter, EB50 läuft auf 70%. Eine 5000 Liter No-Name-Pumpe speist mein Oase Biosmart 14.000, ein Oase Aqua Oxy 1000 und ein Oxy 500 sind für die Luftversorgung zuständig. Auch der Biofilter mit Helix wird
hiermit belüftet. Ich mache zweimal die Woche je 15% Wasserwechsel. Die Wassertemperatur beträgt 19 bis 21 Grad. Sie fällt beim Wasserwechsel immer um 1 Grad. Futtermenge 150 bis 180 Gramm am Tag auf 5 bis 6 Mahlzeiten. Meine 13 Koi habe ich 10 Stück von Kölle zu Heilbronn im Frühjahr 2019 als 10-12er gekauft. 2 Karaschi-Koi habe ich im Februar 20 bei dir geholt und noch einen orangenen Futterkarashi, den ich im Mai 2020 abgeholt habe. Ein Sanke hat leider Schwimmblasenprobleme und bei einem Karaschi stehen die Kiemen ab. Da zu viele Fische im Teich sind, werde ich im Frühjahr 4 bis 5 abgeben. Füttere Number One, seit 7 Wochen das neue Number One, halb Sink, halb Swim. Leider hat sich bei mir das Wasser noch nicht merklich verbessert, ist immer noch sehr gelb. Überlege auf Number Two oder Three zu wechseln. Viele Grüße von Peter aus Zweiflingen. Schön, ne? Ich weiß auch, wer Peter ist. Und jetzt schauen wir uns das Video an. Und der Schüssel ist schon mal eine Rakete. Und warum sind die Luftbälle da drauf? Das hat er nicht erklärt, ja? Zur Isolation. Ich glaube, er hat 19 bis 21 Grad geschrieben. Wahrscheinlich versucht das so ein bisschen. Ah, wegen Wintergarten. Genau. Wobei das Wasser, kann ich dir sagen, das ist nicht wirklich gelb. Also da gibt es, das geht deutlich schlimmer und man darf natürlich auch nicht vergessen, du fütterst knapp 200 Gramm am Tag. Das ist auf so ein kleines Becken schon eine Wassermenge. Aber, was bist du da hinten am Selektieren? Oh ja. Ich würde das Number One weiter füttern. Das kann auch manchmal 2-3 Monate dauern, bis es richtig, da bist schon wieder du. Bis das Ergebnis richtig da ist. Tolles Meerwasserbecken. Unten noch eine Tischtennisplatte. Und vor 2 Jahren warst du, glaube ich, hier. Wenn ich mich richtig erinnere, ist dein Sohn Golfprofi. Kein Spaß. Oh. Spielt Handicap, wenn ich es richtig erinnere. Minus irgendwas. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Guck mal, der liegt ein Goldschleiter, oder ist das eine? Nee, ist geil. Nee. Hat aber so ausgesehen im ersten Moment. Also dein Wasser ist nicht ziemlich gelb. Das hat also gar keinen Gelbstich. Vielleicht mal einen weißen Fisch angucken und keinen Karaschi. Also das ist gut, ist wirklich gut. Und das Wasser sieht auch gut aus. So das klassische Beatfilterwasser, ich bin da im Innenraum, würde ich nichts anderes bauen, bin ich von Beatfilter echt überzeugt. Und der Sanke hat wirklich Schwimmblasenprobleme. Das merkt man, wenn sie so sehr mit der Schwanzflosse schwimmen. Und wenn sie die nicht mehr bewegen, dann sacken sie nochmal zum Grund. Dort wird geruht. Und hier die Filteranlage direkt neben dem Teich. Klar, wenn man jetzt keine andere Möglichkeit hat, dann muss man das so machen. Eine Minute, Mäde. Hinten noch einen kleinen Filter. 2 Luftpumpen. Auch da wichtig, wenn man Kugeln da drauf liegen hat, zur Isolation, dann nehme ich Kontaktschicht zur atmosphärischen Luft. Und im Zweifel, wenn der Strom weg ist, dann geht es relativ schnell im Innenraum bei hohen Temperaturen. 19 Grad, da geht es schon zügig vorwärts, dann dass da nichts mehr drin ist. Schöner Hiyotsuri unten, schöner Soragoi. Shisui ist wirklich toll. Ja, komm mal wieder auf den Kaffee vorbei. Würde uns freuen. Ist ja nur ein Katzensprung. Und fütter einfach Number One weiter. Vielleicht ein bisschen mehr Wasserwechsel, aber eigentlich haben die Teiche mit Beatfilter. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil. Der Beatfilter zwingt einen gnadenlos zum Wasserwechsel. Ja? Und gerade in Innenhälterungen ist das wichtig.
wenn man jetzt in Innenhalterung, man kann Papierfilter, man kann alles hinmachen, man kann auch Trommelfilter hinmachen, aber ich glaube nicht, dass ein Trommelfilter, hängt natürlich immer davon ab, was habe ich für eine Gase und alles drauf, aber ich glaube nicht, dass der so viel Wasser braucht wie ein Beatfilter. Und jetzt sagen sie, ja, ist ja Verschwendung, ist keine Verschwendung, das ist für die Koi Sicherheit. So, Peter, vielen Dank und auch für dich 1,5 Kilo, Number One Swim und mach's gut und wie gesagt, schau mal wieder rein. Bis dann. Ciao. Ciao.